Bevor man die Kapazität von dem Lernbüro ändert, bitte sich mit den Kolleginnen aus dem jeweiligen Jahrgang absprechen. Ansonsten kann es passieren, dass es zu wenig Lernbüroplätze für die Schülerinnen in der Gesamtzahl gibt. Um die Kapazität zu ändern, geht man einfach erneut auf lb-login.de. Falls man nicht angemeldet ist, sich einfach mit den Admin-Daten oben rechts über das Oberkörpersymbol anmelden. Im Anschluss klickt man auf Verwaltung und Lernbürokapazität. Hier sieht man die Lernbürokapazitäten von allen Lernbüros. Ändern kann man nur die Felder, die weiß hinterlegt sind, was die eigenen Lernbüros sind. So kann man beispielsweise die Kapazität in dem Lernbüro oder Demo-Lernbüro Deutsch mit der Lehrkraft 1 von 25 auf 20 ändern. Dazu einfach 20 als maximale Kapazität eintragen und im Anschluss auf Speichern klicken. Jedes Lernbüro hat zwei Kurse. Einmal den regulären Kurs mit der Höchstkapazität von in diesem Fall 20. Zusätzlich gibt es immer noch einen Lernbüroplatz mit dem Namen Zusatzplätze. Hier sollte man die Kapazität deutlich erhöhen, beispielsweise von mindestens 20 Teilnehmern bis hoch zu 50 Teilnehmern. Im Anschluss an die Änderung auch hier wieder auf Speichern klicken. Wenn nun das Lernbüro voll ist, also sprich in diesem Fall 20 Schüler oder Schülerinnen in das Lernbüro besucht haben, können diese das nicht mehr über das reguläre Formular buchen. Falls die Schüler bei Beginn des Lernbüros vor der Tür stehen, kann die Lernkraft, wie in dem vorherigen Video gezeigt, von dem Lernbüro Demo-Lernbüro Deutsch Lehrkraft 1 auf das Demo-Lernbüro Deutsch Lehrkraft 1 Zusatzplätze switchen und kann dort dann selbstständig weitere Schülerinnen, in diesem Fall bis zu der Zahl 50, aufnehmen. Dies macht Sinn, wenn beispielsweise die Kapazität in den anderen Lernbüros erschöpft ist, weil beispielsweise ein Lernbüro wegen Krankheit ausfällt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.